Noser.11, willkommen zum Webinar IoT Gateway Nutzen aus Sensordaten im Lift. Ich bin Markus Gübeli, ich bin Filialleiter bei Noser Engineering im Rheintal. Ich arbeite seit 4 Jahren bei Noser Engineering. Der Referent heute sitzt vis-à-vis von mir, bitte. Hallo Markus, so ich bin Michele Guidotti, Senior Product Manager IoT bei CEDES AG seit 3 Jahren. Danke Michele. Bitteschön. Zur Agenda, ich werde ganz kurz Noser AG einführen, dann wird Michele übernehmen, CEDES AG vorstellen, aber dann vor allem diese Lösung des IoT Gateways vorstellen. Wir werden dann zum Fazit kommen und Ihre Fragen sind willkommen. Bitte auch während dem unserem Vortrag einfach im Chat Fragen schreiben. Wir versuchen diese dann zu beantworten gegen das Ende unseres Webinars. Wer ist Noser Engineering? Noser Engineering gibt es seit 40 Jahren. Unten rechts sehen Sie, wir sind 230 Engineers im Moment. Noser Engineering gibt es an 6 Standorten in der Schweiz, an 5 Standorten, Winterthur, Luzern, Bern, Rheintal und Basel. Wir sind Teil der Noser-Gruppe mit etwa 750 Mitarbeitern. Unser Produkt, unser Portfolio, wir entwickeln Software und Hardware, das ist Elektronik, im technischen Scope des Internet of Things, da sind wir zu Hause. Unsere Dienstleistung ist in erster Linie individuelle Lösungen, in zweiter Linie Managed Capacity oder das typische Brainsourcing-Modell. Bitte zu dir, Michele. Wer ist CEDES? Eben, CEDES wurde vor 37 Jahren gegründet. Produziert über 1 Million Sensoren pro Jahr. Die Firma hat eine globale Präsenz und etwa 350 Mitarbeiter weltweit. Unsere Anwendungsmärkte sind Lift und Fahrtreppen, Industrietoren und Lagerverwaltung. Jetzt fangen wir an, das echte Thema zu diskutieren. Nutzen aus CEDES, genau, IoT, Internet of Things, die digitale Transformation von CEDES. Ich wurde eigentlich bei CEDES eingestellt, um die Strategie für die IoT-Market-Einführung zu definieren und dann umzusetzen. Begründung dafür, Ziel war, ermöglichen, dass unsere CEDES-Produkte intelligente Daten liefern. Und es ging und es geht natürlich um eine digitale Transformation, weil nicht nur die Daten zu verkaufen, sondern eine Lösung, die Sensoren einschließt und als Konsequenz das Geschäftsmodell zu verändern. Hebelwirkungen der Transformation waren oder sind Mehrwert aus der Sensordaten, unsere globale Präsenz im Markt und unserem Know-how im Sinne von Branchenkenntnissen und Fachkenntnissen. Daten. Daten sind das Erbstück jedes IoT-Produkts. Das ist immer so. Aber vielleicht eine kurze Erklärung oder Definition, was IoT, Internet of Things, heißt. Einfach, sehr einfach erklären natürlich, Markus. So, IoT, es geht um ein Gerät mit Sensoren, ein Netzwerk für die Datenübertragung und ein System, um die Daten zu behandeln. Ziel ist, den Wert der Daten durch ein Software-as-a-Service-Geschäftsmodell in einen Namen umzuwandeln. Vorteile für die Kunden sind Data-Driven oder auf Deutsch Data-basierte Wartung, eine höhere Betriebseffizienz. Und für uns, für CEDES, die Vorteile sind eine vorsehbare, wiederkehrende Einnahmequelle
und die gesammelten Daten als immateriellen Unternehmenswert. Die Strategie, wie haben wir unsere Strategie entwickelt? Die Strategie ist und war, Mehrwert aus Standardprodukten durch IoT zu schaffen. Und unser Standardprodukt ist ein Lichtgitter und wir produzieren mehr als 200.000 Einheiten pro Jahr mit Fokus auf der Lichtbranche. Das war unsere Strategie, so Smart Light Curtain im Lichtbereich. Wie sieht die Lösung aus? Da auf der linken Seite links sehen wir zuerst Siga Smart, unseren Smart Light Curtain, unseren Smart Gerät und Skyler Elevate als IoT-Service für die Lichtbranche. Siga Smart sammelt eine Reihe von Daten, aber was unterscheidet Siga Smart von den Wettbewerbern? Weil es gibt natürlich auch andere Produkte im Markt. Und da eben ist visuell dargestellt, was wirklich die Unique Selling Proposition als Datenebenen von unserem Produkt sind. Auf einer Seite eine detaillierte Analyse der Leistung von Lifttüren, wo übrigens die meisten Callbacks Probleme auftreten im Feld, sagt man zwischen 60% und 80% aller Probleme im Feld sind Türprobleme. Und dank das kann man frühzeitig Erkennung von Anomalien, Reduzierung von Notrufen und Reparaturen und ungeplante Service in geplante Service machen. Und zweitens dazu ist People Counting, Personenzählung für den Traffic Management in Gebäude. Das ist wirklich eine einzigartige Funktionalität unserer Lösung, weil ein Lichtgitter ist auch de facto in Wirklichkeit eine Kamera, wie da auch sehen kann. Und rechts ist das Skyler Elevate Dashboard, die nichts anderes als eine Anwendung, die in einem Browser läuft. Jetzt gehen wir sicher nicht in Detail, wie dieses Dashboard aussieht, aber es ist einfach hier, um ein Gefühl, einen Eindruck zu geben, wie es aussieht. Die Architektur eben. Da wirklich grob eine High-Level-Architektur. Rechts unten sieht man nochmal Siga Smart als Baukomponent von einem Aufzug montiert in einer Türe. Er sammelt, akquisiert Daten. Die Daten werden lokal schon teilweise pre-processed. Dann Daten via 4G werden im Cloud übertragen zum Skyler Elevate. Eben, das ist eine Microsoft-basierende Lösung. Und ich gehe jetzt nicht die ganze Liste durch, was alles was Skyler Elevate kann. Vielleicht wichtig zu erwähnen, ist das Thema kontinuierliche Verbesserung der Software, weil oft OTA, so Over-the-Air Software Update, ist eine grundlegende Funktionalität zur Gewährleistung der Cybersecurity und kontinuierliche Verbesserung der Funktionen. Hier eine etwa detaillierte Erklärung oder Vertiefung, diese Lösung und was für Vorteile für unseren Kunden bringt. So, zuerst eine Zustandüberwachung rund um die Uhr. Das heißt nämlich, jeder Fahrt ist eine Testfahrt. So, bei jeder Fahrt, man misst sämtliche Daten. Dann Single Source of Truth, so dank diese gesammelten Daten, alle Entscheidungen sind Database, sind Data-driven und nicht mehr basieren auf Gefühle oder etwas anderes. Dann eine bessere Betriebseffizienz, eine hohe Kundenzufriedenheit, Preventive Maintenance, eine höhere Lichtverfügbarkeit und eine einfache Datenvisualisierung dank Skyler Elevate. Der Plan, diese IoT-Reise, die Zeitplan, sieht grob so aus. So, zuerst, es ist sogar im Jahrgang 21 angefangen,
wo die Go-to-Market-Strategie festgestellt wurde, eben nochmal im Lichtbranche mit unserem Commodity-Produkt, unserem Lichtvorrang. Und dann haben wir im 22 mit einem Pilot die Exploration- und MVP-Phase angefangen. So MVP steht für Minimal Viable Product. Und da schon einige Piloten im Haus, aber auch bei vorgewählte Kunden installiert. Das geht hauptsächlich um den Konzept zu überprüfen auf technische sowie auch Business-Ebene. Dann dieses Jahr, dritte Quartal dieses Jahr, so, da habe ich diese Phase als MVP-Launch. So, wir haben diesen Produkt im Markt in Europa und Nordamerika lanciert, natürlich mit diesem neuen Software-as-a-Service-Business-Modell. Und dann nächstes Jahr, es wird die Erweiterungsphase, so, dass ich da als FSP, First Series Product Platform Erweiterung benannt habe. So, da geht es um Erweiterung von Funktionalitäten und auch wir werden auch in der zweite Markt eintreten, Industrial Door. Nächstes Jahr werden wir auch ein Produkt im Industrial Door lancieren. Ja, genau. So wichtig, eine wichtige strategische Entscheidung für diese Entwicklung war die Partnerschaft. Und es geht um die Kompetenz. Wieso? Weil für diese IoT-Reise, man brauchte neue Kompetenz. Und es gibt verschiedene Kompetenz, verschiedene Arten und Wege, diese Kompetenz zu bekommen. Da habe ich drei ausgelistet, so auf einer Seite Zusammenarbeiten mit Partnern, interne Schulung und auch neue Berufsprofile. Aber am Anfang dieser IoT-Reise, die strategische Entscheidung war, Partner auszuwählen. Und da haben wir hauptsächlich mit zwei Partnern gearbeitet, Relayer als IoT-Partner und Nozer Engineering, wo wir heute da als Gäste sind. Vielleicht die nächste Slide. Die Partner-Evaluation sah so aus, eben zuerst die strategische Entscheidung war mit Relayer, eine Munich-Firma, als Business- und technologisches Partner. Und das hat uns fast ein Jahr Time to Market und Time to Scale gegeben als Vorteil. Dann die Verantwortung, Austeilung war große Ordnung natürlich so geteilt. Das heißt, wir haben uns auf dem Gerät uns konzentriert und unserem Domain-Know-how. Beim Gerät heißt natürlich Sensoren, aber auch Data Analytics, Embedded Software und alles. Und Relayer hat sich hauptsächlich in der Cloud konzentriert. Jetzt zum Thema Microsoft. Der Wahl von Business Partner war schon getroffen, also Microsoft. Hauptargument für Relayer war die Garantie der Datenschutz. So, in Wirklichkeit, wir haben nicht viel Zeit investiert, zu evaluieren, mit welchem Cloud-Provider zu arbeiten. Das war schon mehr oder weniger zusammen von Relayer bestimmt. Und dann, es kam für unsere Gerätentwicklung hauptsächlich im Bereich Analytics, aber auch Embedded, wir brauchten eine Verstärkung in unserem Team. Und da ist natürlich Nozer Engineering in Frage gekommen. Eben dank seinem technischen Know-how im Embedded, im Analytics und im IoT, dank seiner relevanten Erfahrung in ähnlichen Projekten. Und was natürlich eine große Rolle auch dazu gespielt hat, ist die geografische Nähe, weil wir sind einige Kilometer weit weg voneinander und eine sehr schnelle Reaktionszeit und pragmatisches Vorgehen. Ja. Ja, Michele, jetzt besten Dank, dass du uns da durchgeführt hast. Ich habe jetzt hier verstanden, dass eben diese Partnerstrategie, die war ganz früh bei euch ein fester Punkt, freut mich natürlich, wir konnten Partner werden. Die letzten zwei Jahre war intensive Zeit. Trotzdem für unsere Zuhörer jetzt, wenn du zurückschaust, gibt es Vor- und Nachteile für so einen partnerschaftlichen Ansatz? Ja,
so einfach spontan, im Prinzip, ich sehe fast nur Vorteile in Wirklichkeit. Wenn wir schon erwähnt, Geschwindigkeit, Time to Market, kreatives Umfeld und frische Wind. So eine andere Perspektive. Es gibt aber vielleicht ein paar Nachteile, die ich da erwähnen kann, ist das Thema Projektfinanzierung, weil ein IoT-Projekt hat typischerweise Bedarf von neuen Startinvestitionen und deshalb auch große Risiken. Und das war vielleicht ein Nachteil, das Thema Budget und Investition. Jetzt, also ich durfte ja irgendwie verfolgen, wie das funktioniert hat. Unsere Leute, die haben die richtigen technischen Kompetenzen gehabt und durch dich und durch unsere Leute habe ich immer auch CDs beobachtet und ja, die ganze Organisation hat sich irgendwie verändert und du hast es schon erwähnt, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, wenn es ein Digitalisierungseffort in kurzer Zeit über die Firma geht. Rückblickend jetzt über diese ganze Projekt, was war die größte Herausforderung für die Organisation? Zuerst allgemein würde ich sehr generisch beantworten, bei jeder Digital Transformation die größte Herausforderung sind immer, es geht immer um Leute. Es gibt immer technologische Herausforderungen, aber das Thema People ist das größte Thema. Und das hat sich auch bei CEDES bestätigt. So, CEDES ist eine erfolgreiche Produktfirma mit einem Wasserfallentwicklungsprozess, das nicht unbedingt wirklich geeignet ist für eine Datenentwicklung, für eine data-driven Produktentwicklung, das eher eine agile Methodologie benötigt. Und dann, wenn ich zurückschaue, im Bereich R&D, am Anfang eben mit den ersten Prototypen-Piloten, es ging ziemlich gut, weil es gab nicht so viele Quality Gate und man konnte relativ selbstständig einfach weiterentwickeln. Aber dann mit höherer Maturität sollten immer mehr Qualitätsgateway erreicht werden, was nicht immer möglich war. Darum hat man am Ende eine Entscheidung getroffen, das IoT Analytics Team müsste aus dem Entwicklungsprozess losgelöst werden. Und im Bereich Organisation, vielleicht eben außerhalb vom Produktentwicklung oder rein R&D, da eben wegen dieses neuen Businessmodell, wir haben diese Transaktion gemacht von One-Time-Transaction, so Off-the-Shelf-Product, zu einem Software-as-a-Service, so ein software-orientiertes Produkt. Und die ganze Firma musste sich an diesem neuen Businessmodell anpassen. Und das war am Anfang nicht so automatisch und trivial. Ja, ja. Ja, da gibt es Herausforderungen. Jetzt bleibt mir diese Slide, wo du die Zeit beschrieben hast. Wir haben so eine 2-3 Jahre oder jedes Jahr einen Schritt von der Exploration, Minimal Viable Product und dann First Series Product. Jetzt kann man da verschiedene Ansichten haben, das ging lange oder schnell. Aber was vielleicht unsere Zuhörer sicher wissen wollten, ist, wie kann man das beschleunigen? Vielleicht sind einige unserer Zuhörer haben eine ähnliche Herausforderung wie du. Also wenn du zurückschaust, dass diese 2-3 Jahre, die in der Vergangenheit liegen, was wären beschleunigende Elemente? So, vielleicht eben, wie schon erwähnt, eine dedizierte Ad-Hoc-Organisation von Anfang an wäre sicher ein großes Vorteil gewesen. Eben, und diese Ad-Hoc-Organisation sollte sich außerhalb der etablierten Standard-Wasserfall-Prozesse sich verhalten. Ich sage nicht extrem eine getrennte Firma, aber mindestens eine neue Abteilung oder eine Firma in der Firma mit klarer personeller Trennung, sodass die Leute, die mit diesem Produkt arbeiten, dürften nicht mehr mit dem Daily Business involviert werden. Dann eben klare Prioritäten, die später auch klar implementiert waren, aber auch da klare Prioritäten bei der Investitionsentscheid vom Anfang an, damit die ganze Firma versteht, dass ein definierter Teil der Investition in das IoT-Projekt fließen muss, ohne Frage. Dann
die Kommunikation, klare Kommunikation, aber auch diese Priorität richtig leben und nicht nur von Top-Managern in der ganzen Firma, das war nicht so trivial. So eben Priorität ganz klar informieren und implementieren. Ja, danke, Michele. Also ich sehe, oder, also wir durften hier als technischer Partner mitmachen und haben dann diese ganze Transformation auch beobachtet. Immer sehr beeindruckend, wie das alles funktioniert hat. Und ganz kurz würde ich nochmals dir übergeben und einfach als Fazit, was kannst du da zusammenfassen von dieser Journey, die ihr da gemacht habt bei eben für CEDES, diese IoT-Reise war und ist eine digitale Transformation, die auch einen Mentalitätswechsel erfordert. Wie jetzt x-mal erwähnt, dann Nutzen für die Firma ist ein neues Businessmodell, ein neues Geschäftsmodell, das die Daten aus Sensoren nützt. Dann das Thema Partnering. Das war wirklich eine strategische Entscheidung für Time to Market, ein echter Accelerator. Dann natürlich unserem Produkt, unserem IoT-Gateway, SIGA Smart, zusammen mit dem IoT-Service für die Lieferbranche, Skyler Elevate. Und last but not least, die Kunden nutzen, so data-driven Wartung, hohe Betriebseffizienz und hohe Kundenzufriedenheit. Ja, ist super faszinierend, die Zusammenfassung hier. Wir sehen auch ein typisches IoT-Produkt. Es gibt verschiedene Stakeholder, verschiedene Sichten, ist eine gewisse Komplexität da. Und der Nutzen, der kommt eben auch von verschiedenen Stellen. Und deshalb gehen wir jetzt über zu unseren Fragen. Und wir haben hier eine ganz interessante Frage von Daniel Heller. Besten Dank, Daniel. Was für Kosten plus minus muss man für die Entwicklung eines IoT-Gateway rechnen? Redet man von Entwicklungskosten? Ich denke, ja. Es geht um jetzt, man kann reden, große Ordnung sicher von mehr als 1 Million Investitionsaufwand. Millionen Franken. Ja. Kannst du vielleicht noch das Gateway beschreiben? Also habt ihr Standardprodukte verwendet oder wie viel habt ihr selber gemacht in dieser Million? Was ist da drin? So, für den MVP, für den Minimal Viable Product, die Entwicklung war Time to Market, schnell und auch um Erfahrung und auch Feedback auf technische und Geschäftsmodell Feedback zu bekommen. So, wir haben de facto, soweit wie möglich, Standard-off-the-shelf-Bauteile, Komponenten benutzt. So, die Entwicklung im Gerätbereich war mehr fast ein Integrator, plus natürlich die Data Science-Intelligenz dazu. Aber es ging wirklich um Time to Market. Jetzt für die zweite Runde, für die zweite oder dritte Phase, wie auch immer das gesehen wird, für eine Produktion, wo dann auch die Produktkosten optimiert sind, dann da haben wir viel mehr intern selbst entwickelt. Wir sind dran, jetzt viel mehr intern unsere Produkt zu entwickeln. Aber am Anfang, das war hauptsächlich wie eine Lego-Bauteile. Ja. So. Ja. Und wenn du jetzt zurückschaust, also wir haben nochmals eben diese MVP-Phase, dann diese, also Minimal Viable Product Phase, da geht es eben um wenige Kosten für die Produkte zu machen, Erfahrung sammeln. Jetzt kommt das First Series Product, also ist bereits kostenoptimiert, das Produkt. Wie viele Mannjahre hat CEDES hier ungefähr investiert? Wow, ich bin vielleicht übertrieben mit dieser Frage, aber. Wie ist die Projektgröße? Was war die typische Projektgröße? Für die MVP-Phase, das, ich glaube, auf CEDES-Seite, weil muss man sich erinnern, da es geht um zwei Komponenten, eben Relais hat den Cloud-Seite. So, ich rede von meiner Teil. Für die MVP-Phase, das Core-Team, Kern-Team war 5 Leute in etwa, würde ich abschätzen. Für jetzt diese zweite Phase, wo wir jetzt ganz voll Gas drin sind für die Serieproduktion, es ist doppelt so groß, in etwa 10 Leute. Ja, danke, Michele.
Was könnte Sie noch interessieren? Oh, jetzt wird es schwierig und jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Mit IoT werden ja alle Sensoren ans Internet gehängt. Wie groß ist der Aufwand, um das Risiko bezüglich Security in einen akzeptablen Rahmen zu bringen? Also wie ist die Security, mit welchem Aufwand ist die implementiert in den Produkten? Danke für die Frage. So, die Antwort ist eine klassische Antwort, Security by Design. So, man muss vom Anfang an das betrachten, auf Cloud-Seite und auch im Gerät-Seite. Und wie ich meine, bei diesem Systemarchitekturüberblick auch sehr einfach gezeigt habe, es geht um Cyber Security. So, die ganze Infrastruktur muss gewährleisten, um kontinuierlich Software-Updates zu implementieren im Feld, um Cyber Security zu gewährleisten. Auf einer Seite und auf die andere Seite, man muss alle Prozesse auch garantieren und implementieren. Aber eben, da gehen also die Daten, die sind hochgesichert, die sind verschlüsselt. Bei euren Keys, da kann man auf eure Gateways, kann man eine neue Firmware-Updates aufspielen. All das ist bei Design, habt ihr das integriert. Richtig. Und Ja. vielleicht richtig. Und was vielleicht auch zu erwähnen ist, auch auf Data-Ebene, wir sammeln alle Daten in aber anonym. So, das war auch von Anfang an unser initiales Konzept. Und weil auch das Thema Datenschutz ist für uns sehr wichtig. So, alle Daten sind anonym gesammelt und anonym verarbeitet. Ja, ich denke, auch das ist natürlich wieder ein wichtiger Punkt, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Also wir bei Nozer Engineering, Privacy Security, haben wir schon gelöst in unserem Smart Power Projekt, aber sicher auch eure anderen Partner, Relayer und andere Modulpartner, konnten natürlich sicher sehr, sehr stark helfen. Natürlich. Super Sache. Also ich danke für die Fragen. Super spannend. Michele, ich danke dir. Danke dir, Markus. Es hat mich gefreut, da bei dir zu sein. Und ja, wir freuen uns auf weitere intensive und wertvolle Zusammenarbeit. Mir bleibt noch der letzte Punkt, Sie darauf hinzuweisen, auf unser nächstes NOSER.11 Webinar im März, am 5. März, genau im neuen Jahr, wird unser CTO Humpy Bornhauser wieder seinen CTO Tech Talk geben. Da geht es um Trendthemen, die uns dann im Jahr 2024 beschäftigen werden. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Danke, dass Sie zugeschaut haben und ich wünsche ein gutes. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen.